Ja, also prinzipiell, wen haben wir denn schon? Also prinzipiell haben wir uns alle mal grob angeguckt. Bis auf Torogar, weil der steht noch nicht im Wiki und den habe ich gerade erst freigeschaltet. Ich habe ein bisschen was gesehen im Discord, habe aber versucht, da drumherum zu lesen. Bislang. Von daher so der Swap mit Tyrell, ne? Da würde ich ganz gerne nochmal. Also die Sache ist, da müssen wir halt wahrscheinlich auch relativ weit laufen in einem Adventure, um irgendwie die ganzen Sachen mal freizuspielen. Oder wir hoffen einfach, dass es bis dahin im Wiki steht. Was vermutlich nicht der Fall sein wird. Einfach Lasavs vor, du magst den. Also er ist eine Sie. Ich weiß nicht, bin da bislang irgendwie nicht so d'accord mit. Find die irgendwie so meh. Aber ja, also wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ich meine, im Zweifelsfall könnte ich auch sie tanken lassen, aber ich weiß nicht. Sie überzeugt mich da nicht so. Da wäre Lazarus wahrscheinlich wirklich noch besser mit der Stack-Mechanik. Bei mir spielt, glaube ich, auch einfach viel mit rein, dass ich den neuen Elch-Skin von Tyrell einfach sehr, sehr gerne mag. Von daher. Faraday Main DPS? Pff, ja, für das Objective schon. Also ist eigentlich scheißegal. Da Wir müssen eh nur bis 75 gehen, da kann ich prinzipiell auch Jar hinpacken, das ist halt völlig Bums. Den halt hochleveln. Also es nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Nee. Sie macht trotz schlechterem Gear mehr Schaden. Aber sie ist halt auch mehr auf DPS aufgelegt. Ja, eher prinzipiell auch, aber. Ja, mal gucken. Celeste in die zweite Reihe. Ja, auf jeden Fall. Damit der Tank, der nicht in der ersten Reihe steht, auf jeden Fall gehealt wird. Als ein Update funktioniert auch endlich die Ulti von Tyrell mit dem neuen Skin. Ach so, weil das vorher noch irgendwie diese Bären-Clown-Teile irgendwie waren oder dieser Bärenbiss, keine Ahnung, und nicht Elch-mäßig angepasst war. Ich glaube, das war jetzt irgendwie so das kleinste Problem. Das letzte Chicken ist, glaubst du, in Faradays aktuellem Slot? Sehen wir gleich. Wir werden es in wenigen Augenblicken wissen. Bedauerlich.
Gut, dann. Ja, die bufft nur hinter sich, ne? Oh, das ist doch alles Grütze. Machen wir das halt so. Vor dem Update hatte Tyrell kein Schild von seiner Ulti bekommen. Oh, okay. Das ist natürlich schlecht. Also nicht, dass es mir aufgefallen wäre, aber sei es drum. Turiel wirklich besser als der Zwerg, kommt auf die Formation drauf an. Es gibt halt einfach Formations, wo ich nicht wirklich den Platz habe, um Bruno vernünftig zu platzieren, und dann nehme ich lieber Turiel. Beziehungsweise wenn ich in der vordersten Reihe zwei oder drei Spots habe, packe ich auch lieber Turiel nach vorne, einfach weil man dann weniger Tanks in der Frontline braucht. Ist schon okay. Nimmt sie schadenstechnisch bei mir, glaube ich, im Moment nicht so viel. So, und Horror Guy. Es sieht schon fancy aus, kann man nichts gegen sagen. So, der kriegt Zealot Stacks, wann auch immer er oder ein angrenzender Champion die Area wechselt. Nein, immer wenn er oder ein angrenzender Champion einen Gegner töten. Und das bufft dann Tauroga und seine Verbündeten. Also alle quasi. Okay, das. Diese Infos sind halt so crappy. Ich hätte das gerne irgendwie sinnvoll mit Zahlenwerten unterlegt. So. Kriegt einen Stack. Der Schaden wird für jeden Stack um 0,01% erhöht. Und die Stacks bleiben beim Reset erhalten. Also die werden nicht resettet, wenn man wechselt. Ich finde es total seltsam, dass wenn die Grafik hier irgendwie rausgeht, das hinter diesem ganzen Kram liegt und nicht davor. Das sieht super falsch aus irgendwie. Aber okay. Okay, also quasi so eine Stack-Mechanik, quasi wie Armquist, wenn man das jetzt auf Crusaders beziehen wollen würde. Fairer Deal. Wenigstens sammelt er keine Zähne. Dann erhöht er den Schaden von allen Evil Champions für jeden Zealot-Stack. Ah, okay, ebenfalls um 0,01%. Also prinzipiell massiv Kills farmen mit ihm. Habe ich einen Evil Champion, der als DPS fungieren würde? Also ich könnte ihn auch selber als DPS nehmen, tatsächlich einfach. Als Evil DPS. Ja, dafür fehlt mir, glaube ich. Ich glaube, wenn, nehme ich ihn erstmal eher als DPS. Für Arkan habe ich im Moment einfach noch zu wenig Gold. Also den kriege ich nicht vernünftig hochgelevelt in meinen Runs. Okay, auf Level 100 verbessert er auch nochmal die Zealot Ability. Okay.
Na, gucken wir mal. Könnte interessant werden. Also nicht in dem Objective, aber. Tendenziell. Und er ist halt zumindest Slot 10 statt Slot 12. Das ist für den Anfang erstmal gar nicht verkehrt. Alternativ könnte ich halt. Ist sie evil? Nee, ne? Nee, sie ist gut. Na, Moment, sie ist. Doch, sie ist gut. Jar wäre evil. Doch wieder auf Jar umbasteln. Aber Jar ist eigentlich. Zählen für den auch Kills durch Klicks? Nein. Es sei denn, deine Familias gelten aus unerfindlichen Gründen als angrenzende Champions in der Formation, was mich sehr wundern würde. Tja, wenn man jetzt schon eine Automation hätte, könnte man den Super mit der zweiten Party einfach Kills farmen lassen. Das wäre halt richtig praktisch. Na, erstmal gucken, was wir für Equipment kriegen. Naja. Also, wenn er oder ein angrenzender Champion. Tja, was mache ich als nächstes? Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte auf die World Map. Also die kosten zum Glück relativ. Wait, machen wir das gerade? Ah, hier oben stehen die Kosten mit bei. Nein. Ich wollte gerade sagen, das machen wir gerade. Okay, 250. Da müssen wir, glaube ich. Uff, mit Int 12 oder higher. Ja, da werden wir nicht so viele haben. Okay, die Area 75 Sachen sollten eigentlich bei allen easy machen sein. Das sollte eigentlich bei allen gut gehen. Und die beiden können wir uns auch noch leisten. Alter, das ist so viel teurer, ne? 1000, 2500, 5000 und hier ist halt so, oh ja, 250, 1625. Das kostet halt einfach mal alles das Vierfache. Okay. Schön, dass von Jahr 2 zu 3 die Kosten einfach gleich geblieben sind und für Jahr 4 die Kosten einfach vervierfacht werden. What? Kosten waren alle mal so wie bei Jahr 4. Ja, und warum haben sie das dann bei allen anderen geändert, nur für Jahr 4 nicht? Also es wäre ja okay, wenn halt eine Steigerung drin ist. So. Ach, die werden quasi immer, wenn das wiederkommt, runtergeschraubt, ja? Dass quasi nur das Neueste jeweils teuer ist. Okay. I see. Das ergibt sogar irgendwie Sinn. Okay, die Free Plays kosten nur 500. Und da kosten tatsächlich alle 500. Das ist okay. Das ist okay. So, dann haben wir doch hier gleich das Variant fertig. Sehr schön.
Ja, also ich weiß, dass die Freeplays teurer werden. Ich wollte halt nur gucken, ob die prinzipiell auf dem gleichen Wert starten. Complete, bitte. Yes, ja. Und dann machen wir, glaube ich, mal für Sie weiter. Asmodeus für 250, bitte. Die Kiste ist super fancy. Ich finde es grundsätzlich schon fancy, dass sie einfach für jeden Champion eigene Kisten gebaut haben. Ich meine, Crusaders hat das nicht. Crusaders sehen die Kisten alle gleich aus. Nur, dass je nach Jahr dann halt eine 2, 3, 4 oder 5 draufsteht. Beziehungsweise ab nächstem Event dann auch eine 6. Also, gut. Aber auch da macht sich dann wieder die unterschiedliche Teamgröße bemerkbar. So, wir haben eine Kiste. Die würde ich ganz gerne aufmachen. Na, zumindest ein Rare. Hat er zwei Gürtel? Oder wird es nur nicht als Duplicate angezeigt, weil es... Nein, es ist einfach Duplicate, oder? Es ist total der gleiche Gürtel. Es wird nur nicht angezeigt, weil es in der gleichen Kiste ist quasi. Und wir so gesehen zuerst das Ankommen und dann das Rare gezogen haben. Nun gut. Das hätte besser laufen können. Aber hält zumindest ein Rare. Muss mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Bounty Contracts. Also wir könnten theoretisch auch ein bisschen Event Tokens warpen. Finde es nach wie vor spannend, dass hier Event Tokens alle 25 Sekunden droppen. Und bei Crusaders ist es halt alle 30 Sekunden. Also diese 5-Sekunden-Änderung ist mir irgendwie so. Also ich finde es super. Mehr Tokens sind nie verkehrt. Zumindest in dem Spiel aktuell für mich. In Crusader, das wäre es mir völlig egal. Aber mich würde einfach die Designentscheidung dahinter mal interessieren, warum sie gesagt haben, ja, das um 5 Sekunden zu reduzieren, wäre sinnvoll. Fragen über Fragen. So, müssen wir doch gleich 75. Machen wir das normal oder will ich noch eine Speed Potion reinhauen? Wie viele haben wir noch? Iokon, Abfahrt. Wahrscheinlich einfach, weil man mehr Kisten braucht, weil es 6 Gegenstände sind. Und weil es jetzt 6 Gegenstände sind, statt 3 haben sie die 30 Sekunden um ein Sechstel reduziert. Das klingt logisch. Nein, aber kann natürlich wirklich sein, dass das einfach mit dem Gear zusammenhängt. Man einfach prinzipiell mehr Equipment farmen will. Und weil es auch einfach... Aber an sich sind es weniger Objectives. Also an sich hast du pro Jahr nur 3 statt 5 Objectives. Ne, 4 statt 5. So. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie das bei Crusaders in Jahr 6 machen, ob sie da irgendwie beibleiben. Das erste ist für Recruit, dann 3 Kisten und dann den Skin oder irgendeinen anderen Trash.
Da bin ich nochmal sehr gespannt. Warum guckt hier? Achso, hier guckt Turiel mit rum. Ja, doch, das macht alles total Sinn. Die Formation ist erstmal einigermaßen okay. Das kann alles so bleiben. Das ist mir so, was ist das? Aber es ist sinnvoll. Erschreckenderweise. Und sogar Celeste ist hinter der Tankline. Was war doch hier gleich die Einschränkung? Okay, es gibt random Gegner, die kein Gold droppen. Also prinzipiell kriegen wir ein bisschen weniger Gold. Nun gut. Das sind auch so irgendwie die einfachsten Objectives, oder? Ich finde es schade, dass ich das Luftballonschwert für Jalaxle nicht habe. Ich bin auch ein bisschen traurig. War doch so ein irgendwie Aufblas-Luftballon-Dingsi, ne? Also wo man irgendwie so, keine Ahnung, Ballontiere draus macht. Was ist bei mir im Gemstore? Das ist cool. Weißt du, beim Gemstore ist immer so, ah ja, ich klicke auf den Gem, aber nein, Gem ist warum auch immer Collections. Das ist so... Wobei es auch andere Gems sind. Meinst du jetzt bei den Hot Items oder wo? Oben beim Gemstore? What? Ich kann dir gerade nicht folgen. Ich gucke in der Regel nie dahin, wo mein Cursor ist. Nie, wenn ich irgendwas suche. Weil ich den Cursor möglichst aus dem Weg haben will. Meinst du bei Gem-Items oder was? Im Store und dann Gem-Items. Okay, es steht also nicht Gem-Store drauf. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Dann kann ich auch lange nach Gem-Store suchen. In der Tat jetzt nicht so spektakulär, läuft das Spiel im Hintergrund eigentlich weiter? Ich hoffe. Okay, ich dachte, ich kann ihn vielleicht nochmal in größer angucken, aber nein. Der Minz-Skin ist super unspektakulär. Da hat sich halt kaum was davon geändert, außer dass er gefühlt einen anderen Gürtel trägt. Sie sieht auch noch relativ gleich aus. Den Icewind Dale Skin für Drizzt finde ich ganz okay. Also den würde ich im Moment nicht haben wollen, einfach weil ich die 20.000 Gems für was anderes verwenden kann, wie zum Beispiel für den nächsten Familia, der 50.000 kostet. Aber... Ja, ansonsten tatsächlich schon eher wenig spannend. Also der Rest ist ja auch Standard, ne, was da drin ist. Also halt die Familias und die Kisten. Ist ja der Standardkram, sofern man es nicht schon gekauft hat. Also irgendwann wird sich das wahrscheinlich auf die Kisten und Skins reduzieren, wenn die Familias hat, aber sonst. Ich finde, wir sollten das bei dem Song total einführen, dass irgendwie Pepe Dance im Chat kommt. Fände ich super. Total gut.
Also da kannte ich den Song einfach noch nicht, aber der hätte total gut in das Hörspiel Die 3X und der perverse Perser gepasst. Hätte sich da echt gut gemacht. So im Hintergrund in der Bar, wo wir sind, hätte perfekt gepasst. Wäre einfach richtig gut gewesen. Na, schade. Fliegst eh gleich aus der Formation raus, aber okay. Bleib da stehen, wo du bist und mach Gold vom Bonus. Das ist richtig sinnvoll. Das ist richtig sinnvoll. Hitch, alte Keule. Die Lana ist auch schon einfach. Er ist einfach aus. Ich weiß nicht mal, was sie macht, ehrlich gesagt, weil sie halt von vornherein so verschrien war, dass sie crap ist, dass ich mir nicht mal ihre Skills angeguckt habe. Ich habe keine Ahnung, was sie kann. Okay, sie müsste halt 10-mal in. Wait. Okay. Also ja, okay, das Level 20 Ding ist halt so meh. Sie kriegt halt nur 100% Schadensbuff, das ist halt schon super weak. Und immer wenn sie angreift, ist eine 50% Chance, dass einer ihrer Spells. Okay, Burn Damage macht für 250%, das ist okayisch. Das ist jetzt nicht so Grütze, aber es ist halt auch nicht so der Knüller. Ist die Frage, was dann später noch mit dazu kommt. Und natürlich gibt es einfach viel Besseres. Das ist so. Ist so die Sache. So, ich habe doch irgendwo noch mein Wiki. Gucken wir doch noch mal, was sie später noch für Upgrades kriegt. So, dann hat sie eine Specialization. Damit kann sie entweder extra Schaden machen mit dem Burn Damage oder mit ihren Stacks. Also mit dem Stack Bonus. Okay, es ist entweder das eine oder das andere Buffen so, ja, okay. Schön, dass Rhino aus Spider-Man einen Auftritt in Idle Champs hat. Brent sieht super aus. Der Helm ist einfach richtig hässlich. Der ganze Typ ist einfach so, sieht so scheiße aus. Aber ja, stimmt. Das war auch eine Sache, wo ich relativ direkt dran denken musste. Okay, die Lana kriegt noch eine 50% Chance, dass sie zwei Targets angreift. Achso, das ist die Ulti, die ist mir wurscht erstmal. Und dann erhöht sich ihr Schaden noch um 100% für jeden Champion, der vor ihr ist in der Formation. Also sollte sie möglichst weit hinten stehen. Das kann am Anfang, wenn die Equipment hat, gar nicht so kacke sein. Also vorausgesetzt, man hat Turiel dann schon. Ist halt prinzipiell super. Also super ist übertrieben, aber man kann auf jeden Fall was mitmachen. Klar, im späteren Spielverlauf ist sie vermutlich totaler Trash, aber. Ich
meine, so Sachen wie die Specialization von Minsk zum Beispiel, so, hey, du kannst gegen irgendeine Gegnerart, die du erst nachgoogeln musst, theoretisch, ob sie häufig vorkommt, mehr Schaden machen. Und dann trifft es halt auch nur mit Glück 50% der Gegner, wenn überhaupt. Je nach Adventure. Das ist halt auch schon... nicht der Knüller. Das ist halt einfach die Frage, wie viele Upgrades sie sonst zwischendrin hat, die ihren eigenen Schaden noch buffen. Das ist so die Sache. Das ist eher so die Sache. Und das sieht nicht nach vielen aus, wenn wir ehrlich sind. Nope. Nope. Sie kriegt einfach gefühlt nichts zwischendurch. Okay. Auch das ist so ein Problem. Da vorne gar keinen Sinn, ne? Also er bringt halt schon dann seinen Buff raus, aber er ist nicht wirklich jetzt sinnvoll als Tank. Er sieht halt schon fancy aus. Ich glaube, ich hätte ihn gerne im Overlay. Ist er schon im Data Viewer drin? Das ist Slot. Ne, sieht nicht so aus. Doch, ist er. Kann ich mir das jetzt runterladen, bitte? Warum kommt da jetzt 404? Okay. Ja gut, dann funktioniert der Download wohl im Data Viewer noch nicht. Das ist sehr schade, aber okay. Dann später vielleicht. So, du fließt jetzt erstmal raus. Dann gehst du runter. Holla. Er ist halt riesig und er hat total die übertriebene Angriffsanimation. Dadurch, dass er halt erst noch mit den Schwertern wirbelt und die Schwerter die Farbe ändern. Hier können wir ruhig ein bisschen overshooten, oder? Das geht. Das ist nicht so dramatisch. Haben wir ja keine großen Einschränkungen. Ist ja fast ein Freeplay. Fast. Zumindest solange die Speed Potion noch läuft, können wir auf jeden Fall auch noch weitergehen. Das geht schon. Nicht der Song, okay. Bist du kurz überlegen. Speed Champion soll ich nehmen für den Anfang? Also ich habe Shandy genommen. Der Vorteil ist halt, Shandy ist auch ohne Gear gut. Und Shandy ist quasi wie eine kleine Speed Potion. Das ist schon okay. Der sammelt jetzt noch keine Stacks, ne? Der braucht mindestens Level 25. Dang it.
Was willst du damit sagen, sie ist eine Flasche? Was? Weil sie ohne Gier gut ist? Was hat das damit zu tun? Sie, okay. Weil sie wie eine Speed Potion ist, ja, okay. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich fühle mich nach dem Spruch ein wenig deplatziert. Ich fühle mich nach dem Spruch ein wenig missbraucht. Zumindest geistig. Oh man. Ich habe aus unerfindlichen Gründen gerade echt Bock, Kirby's Dream Land zu spielen. Ich weiß nicht warum. Ist das so eine Sache, die könnte man problemlos nebenher machen? Die Netflix-Doku Highscore ist der Hammer, echt? Okay. Die wohl schon mal. Also, ich habe nicht gesehen im Sinne von, ich habe sie mir angeguckt, sondern habe gesehen, dass sie existiert, aber ich bislang noch nicht so gereizt. Die den gerade mal. Schau mal rein, dann weißt du auch, woher Kirby kommt und alles. Wie woher Kirby kommt. Oh, das ist gleich wieder eine ganze Staffel. Warum er heißt, wie er heißt. Okay. Okay, das sind aber nur 6 Folgen. Das geht. Ja, vielleicht gucke ich danach mal rein. Auch eine der sinnlosesten Fakten in meinem Kopf ist, dass ich weiß, dass von der Rasse oder vom Wesen oder vom was auch immer man dazu sagen möchte, dieser Satzbau ist eine totale Katastrophe. Was ich sagen wollte ist, warum weiß ich, dass Kirby ein Edelknödel ist? Why? Also A, warum ist das eine Sache und B, warum ist das in meinem Kopf so? Das ist einfach nicht richtig. Ich überlege gerade, ob ich zum alten Gameboy-Spiel sogar noch die Anleitung habe. Ich guck mal kurz was. Sekunde. Gosh dang it. Ich hab sie tatsächlich noch. Steht das damit drin? Weiß ich das daher? Na. Steht da nicht drin. Aber es ist sogar. Es gab Anleitungen zu spielen. Da ist Story drin. Großartig.
einem blauen Sack neben dem PC mit Anleitung. Nee, das ist tatsächlich in der Schublade in der Plastiktüte einfach. Sind die alten Konsolenspiele und Anleitungen. Habe ich da beim Umzug irgendwie mal alles zusammengepackt und seit 3 Jahren nicht ausgepackt. Ich hätte gern wieder so Papieranleitungen zu spielen. Die waren super. So wie halt einfach irgendwie mit einer kleinen Erklärung sämtliche Power-Ups aufgeführt sind. So. Mochte das. Es gibt einen Überblick über sämtliche 5 Level. Bei einigen Schurken brauchst du Geduld, wenn du sie bezwingen willst. Benutze einfach alles, was du finden kannst. Das ist auch einfach so die Umschreibung für, ja, manche Bossgegner sind komplett random und wenn du Pech hast, dauert es einfach ewig. Anleitung mit Story muss vor 2000 gewesen sein. Junge, es ist ein Gameboy-Spiel. Das ist von, Gott, wann ist das? 92 oder so? Ich glaube, Kirby Stream Land, ja, 92. So, sammelt er jetzt Stacks? Sehe ich die irgendwo? Ah, hier. Das verwirrt mich immer noch, ne? Es ist einfach nicht richtig. Lass mich mal kurz was nachgucken. Vielleicht kriege ich das ja so geregelt. Vermutlich nicht, aber wir gucken mal. Nee, tatsächlich sind da einfach noch keine. Ah, nee, ich kriege ihn im Moment nicht animiert ins Overlay. Schade eigentlich. Ich wollte noch mal gucken, ob ich Torogar irgendwie so reinkriege, aber nein. Im Moment keine Chance. Nur als Standbild. Und als Standbild ist lahm. Irgendwie finde ich es echt nicht so leicht, gescheite Formationen bei Idle Champions zu machen, weil unübersichtlich ist hier und da mit den Abilities der Champions. Echt? Ich finde das gerade am Anfang, wenn man nicht so viele Champions hat, noch relativ übersichtlich. Also du hast halt für jeden Champion so ungefähr eine Regel, wo du ihn platzieren willst. Und dann gib ihm. Charisma-Wert, das finde ich sehr gut. Also es ist halt wirklich so einfach so bei den ganzen Buffern einmal so halbwegs merken, was die machen. So Celeste will einfach nur am Main DPS dran sein. Calliope will direkt in der Reihe dahinter sein. Nayeli will direkt in der Reihe davor sein. Bruno will in derselben Reihe sein. Melkos will nicht angrenzen oder sollte nicht angrenzen. Und dann hast du damit eigentlich schon eine ganz gute Basis, wo du überall was bauen kannst. Aber ansonsten kann man da auch nicht wirklich Tipps geben. Also du kannst mit Sicherheit irgendwo
im Wiki oder Discord oder so Formations nachgucken. Hauptsächlich wahrscheinlich für spezielle Objectives bzw. Adventures. Aber außer so halbwegs lernen bzw. sich merken, was die Champions grob machen oder was so die wichtigsten Fähigkeiten von denen sind. Kann man da halt nicht viel machen. Das ist so ein klein bisschen wie irgendwie Deckbuilding bei Magic, wenn du so willst. Wenn du nicht weißt, was die Karten machen, kannst du dir halt auch kein Deck bauen. So. Da kommt man leider nicht drum rum. Aber da finde ich es eigentlich noch ganz angenehm, dass wirklich die Starthelden da relativ simpel sind von den Fähigkeiten her. Und dass man jetzt nicht so wahnsinnig schnell neue Helden dazu kriegt. Ich meine, ich spiele jetzt seit 2 Wochen? 2 Wochen und einem Tag ungefähr, ja. Und hab, na gut, immerhin schon 10 neue Helden dazu bekommen, das ist gar nicht so wenig. Aber gut, da waren halt auch einfach 2 Events mit dabei. Ich überlege gerade, echt 10 neue? 6 von Events? 2 von Time Gates? Und Drizzt. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, Hitch. Genau, Hitch vom Newsletter. Danke. Überlege, 10 Helden in 2 Wochen ist gar nicht so wenig. Das ist halt quasi. Wofür bekommt man Drizzt? Musst in. Bei der Grand Tour bei dem Dinget. Bei dem Dinget? Nee, bei dem Dinget. Gibt's hier bei irgendwie Underdeep Cartography das Recruiting Objective für Drizzt. Ja, stimmt. Dadurch, dass es keine Tiers gibt, hauen die Events halt immer mit 3-9 ganz gut rein. Also da käme man wahrscheinlich auch mit Tiers vermutlich relativ zügig hin, dass man sämtliche Tiers machen könnte. Taugt Drizzt was? Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu testen, weil wir jetzt im Moment irgendwie 4 neue Helden angeguckt haben. Und ich habe ihn noch nicht wirklich getestet, aber er hat zumindest schon mal komplett Rare Gear. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Slot er war. Hier. Ich müsste ihn halt mal, wenn, als Main DPS gegen Jamila antreten lassen. Müsste ich mal in einem Freeplay vernünftig testen. An sich sieht er gar nicht so schäbig aus. Also gut, jetzt ist natürlich nichts freigeschaltet. Also für den Start glaube ich ganz okayisch. Ist halt irgendwie so relativ viel Chance-based. Das finde ich immer so meh. Hätte gern irgendwie feste oder Sachen, die halt standardmäßig funktionieren und nicht mit Glück. Aber wenn man nur Formationen aus dem Wiki oder dem Discord übernimmt, lernt man nie, wie man selber Formationen baut. Stimmt. Schreibt einem aber auch keiner vor, dass man komplett selbst Formationen bauen muss. Also man kann das Spiel auch einfach wunderbar durchspielen, ohne selber eine einzige Formation gebaut zu haben, wenn man da keinen Bock drauf hat. Dann ist es allerdings fraglich, ob man das Spiel, also ob das Spiel was für einen ist, weil das Formationenbauen halt schon ein Kernelement des Spiels ist.
Also dann ist man wahrscheinlich bei einem anderen Idle-Game besser aufgehoben. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war bei Crusaders irgendwann auch einfach zu faul. Beziehungsweise, nee, da waren mir die ganzen Formation-Abilities einfach irgendwann zu brainfucky. Also mit der Center of the Universe Mimic Propagation Chain war irgendwann einfach so, nope, danke, ich habe keine Lust darüber nachzudenken. Aber hier finde ich es im Moment alles noch sehr, sehr übersichtlich auf jeden Fall. Ist zumindest, wenn man so die 12 Basic-Helden erstmal drin hat, dann funktioniert das schon alles ganz gut. Das ist auch irgendwie so der Hauptblob, der einem am Start erstmal so ein klein bisschen erschlägt. Aber danach kommen neue Helden ja wirklich nach und nach und selten viele auf einmal. Also halt 3 mit einem Event, klar. Aber selbst 3 auf einmal geht immer noch irgendwie. So, aber eigentlich wollen wir, wobei, nö, eigentlich kann er hier schon ruhig, während wir hier noch laufen und farmen, auch einfach Kills farmen. Das ist total okay. Es wäre halt sinnvoller, wenn wir vorne keinen stehen hätten, damit die ganze Formation, also damit halt sämtliche Kills mit zu den Stacks zählen, aber sei es drum. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Also im Moment machen ja fast alle Champions noch genug Schaden für Kills. Bis auf Turiel. Und Celeste vielleicht. Und eventuell Calliope, aber. Aber die macht zumindest noch nennenswert Schaden. Vielleicht keinen direkten Insta-Kill. Sag mal, bei Jamila müsste ich auch nochmal gucken. Hat die eigentlich verschiedene Angriffe? Also ich meine, ihr Base-Angriff ist halt Frenzy, aber oh, okay, wenn sie mehr als einen Gegner angreift, wird ihr Schaden reduziert. Das erklärt das, warum sie manchmal so wenig Schaden macht und manchmal mehr. Gut. Aber was ist denn C/DS? Das ist ja auch nicht DPS. Oder ist das einfach der Cooldown, der reduziert wird? Der schwankt da oben nämlich auch gerade. Da wird einfach der Cooldown reduziert, ne? Nicht der Schaden. Okay, aber dann wundert es mich, dass sie manchmal, also ich habe sie ja jetzt eine ganze Weile als Main-DPS, also das heißt eine ganze Weile, aber also ein paar Tage als Main-DPS drin gehabt. Und manchmal sieht man halt wirklich, dass sie bei Angriffen halt einem Gegner halt wirklich wenig Schaden macht. Und dann greift sie einen anderen Gegner an, der quasi genau das gleiche ist. Also wenn man hier 5 Wölfe hat, greift sie halt einen Wolf an, macht kaum Schaden, greift einen anderen Wolf an und macht quasi Insta-Kill. Und das ist halt so, what? Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz schlüssig. Ich meine, solange es funktioniert, ist gut, aber wir kriegen nur 36% mehr. Das ist voll schäbig. Ich dachte, wir kriegen schon ein bisschen mehr, aber nein, kriegen wir nicht.
Eventuell Dieber von Minsk auf dem Wolf gewesen? Nee, Minsk ist dann nicht in der Formation gewesen. Also hin und wieder schon, aber ist mir definitiv auch aufgefallen, wenn Minsk nicht in der Formation war. Und definitiv auch bei Gegnern, die keinen Dieber von Minsk bekommen sollten. Aber frag mich nicht. Wenn wir das jetzt gerade mal tauschen. Farmt er halt keine Stacks mehr, ne? Und es ist gar nicht so viel mehr Schaden. Also es ist so ziemlich genau E1 mehr. Dafür, dass er echt crappy Gear hat. Im Vergleich. Gott, nicht der Albino-Bär. Warum habe ich in der Frontline eigentlich keinen Tank drin? Das stimmt mit mir nicht. Können wir das vielleicht mal ändern? Eventuell Nayili, war da nicht irgendwas, wenn sie angegriffen wird, dass die anderen da mehr Damage machen? Ja, aber Nayili steht bei mir eigentlich nie in der Frontline. Also die tankt eigentlich nie. Das kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Vielleicht ist da auch irgendwas super seltsam im Spiel einfach, ich weiß es nicht. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Müsste man wahrscheinlich bei Jamila nochmal konkret drauf achten, also wenn ich da mit ihr als DPS wirklich laufe, ob ihr Schaden irgendwo nennenswert schwankt. Wie setzt sich eigentlich der Running DPS zusammen? Also wo wird der berechnet? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. 2 Stunden zu spät? Ah. Ich glaube, ich mache auch nicht mehr so wahnsinnig lange, wenn ich ehrlich bin. Oder ich müsste zumindest mal Päuschen machen, weil ich krieg langsam Hunger. Hab bislang nur ein sehr dürftiges Frühstück gehabt und sonst nichts. Willst du auch noch was sehen? Naja, dann machen wir doch vielleicht einfach mal so 10 Minuten Pause. Und dann machen wir noch irgendwie ein, zwei Variants, finde ich. Finde ich das okay? Ja, also so ein halbes Stündchen würde ich dann, glaube ich, noch machen. Also 10 Minuten Pause und dann so bis 3 ist, glaube ich, okay. Ja, dann bin ich mal kurz weg. Bis gleich.